Servus Leute, Stunner hier von der Gaming Academy. In diesem kurzen Video möchte ich euch einmal erklären, was ihr gegen einen zu hohen Ping tun könnt, was ein Ping überhaupt ist, wie er zustande kommt, ja, und warum er niedrig sein muss. Also zuerst einmal geht es darum, ein Ping hat was mit einer stabilen Internetverbindung zu tun. Und die ist absolut unverzichtbar für kompetitives Online-Gaming. Also wenn ihr jetzt so Sachen spielt wie League of Legends, Dota, Counter-Strike oder aber auch FIFA, wo Reaktionszeit eine große Rolle spielt, dann ist es wichtig, dass eben dieser Ping niedrig ist. Vernachlässigbar ist dabei die Tatsache, wie wir auch in unserem Beitrag hier geschrieben haben, wie viel Bandbreite ihr habt. So ab circa 16er DSL-Leitung sollte eigentlich die Bandbreite nicht mehr das Problem sein. Ja, was ist der Ping und warum muss er niedrig sein? Also der Ping misst die Zeit, die es braucht für den Datentransfer von eurem Rechner zum Server und wieder zurück, beziehungsweise halt A nach B, ne? Wie lange dauert das? Und das kann man als so eine Art Verzögerung verstehen, die das Signal unterwegs ist. Bis zu einem Wert von ca. 30 Millisekunden ist das noch in Ordnung. Also richtige Pro-Gamer würden wahrscheinlich sagen, ja, okay, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen an der Grenze. So spätestens bei 40, 50 Millisekunden ist für Pros, die sagen dann, wow, das ist jetzt eigentlich nicht mehr cool. Jetzt gibt es noch was anderes neben dem Ping, nämlich den sogenannten Jitter. Also wenn ihr euch vorstellt, euer Signal braucht im Durchschnitt 30 Millisekunden zum Server, um dort dann auch verarbeitet zu werden beim Spieleserver. Der Jitter umfasst die Bandbreite, wo euer Ping schwankt. Ja? Das heißt, manchmal habt ihr einen guten 10er Ping, manchmal habt ihr aber ganz kurz einen 80er, 90er Ping etc. Also diese Schwankungsbandbreite, das nennt man Jitter. Und es ist tatsächlich besser, lieber ein bisschen höheren Standard-Ping zu haben, dafür einen sehr geringen Jitter, weil ihr könnt euch vorstellen, ihr habt die ganze Zeit 10 Millisekunden Ping und auf einmal ist eine halbe Minute lang habt ihr einen 100er Ping, also 100 Millisekunden Verzögerung und in der Zeit hättet ihr schnell reagieren müssen, das geht natürlich nicht. Dann lieber die ganze Zeit 30 Millisekunden. Wir haben hier auch ein kleines Rechenbeispiel für einen zu hohen Ping. Ja? Wenn ihr angenommen einen Spielzug des Gegners seht und ihr hättet theoretisch laut Spieleberechnung 700 Millisekunden, also fast eine ganze Sekunde Zeit, um zu reagieren, beziehungsweise dass auch eure Aktion ausgeführt ist, die ihr eingebt auf der Tastatur und Maus. Wenn ihr einen 500 Millisekunden Ping habt, ja, und angenommen ihr habt eine relativ gute Reaktionszeit oder eine durchschnittlich gute Reaktionszeit von 400 Millisekunden, dann habt ihr eigentlich mit dem 500 Millisekunden Ping überhaupt gar keine Chance mehr rechtzeitig zu reagieren, während ihr eben mit einem 35 Millisekunden Ping durchaus noch innerhalb dieses Zeitfensters reagieren könnt und dementsprechend, ja, ist das Spiel spielbar. Wenn man jetzt den oberen Balken betrachtet, das ist eigentlich was, da muss man sagen, also 500 Millisekunden Ping ist jetzt schon extrem, ne? Aber ihr seht, je mehr dieser rote Balken hier wächst, desto mehr, nähert sich die Grenze der maximal zur Verfügung stehenden Reaktionszeit. Und wenn die erreicht ist, dann habt ihr theoretisch, egal wie gut ihr seid, keine Chance rechtzeitig zu reagieren, weil euer Ping alleine zu hoch ist. Ja, was kann man tun gegen einen zu hohen Ping? Man kann den ISP wechseln, also gemeint ist der Internet Service Provider. In Deutschland ist es so, dass tatsächlich die meisten Kabel in der Erde, also Kupferleitungen, die alten Telefonleitungen von der Telekom sind. Die Telekom hat auch das größte Breitbandnetz für die alten Telekomkabel hier in Deutschland in der Erde liegen. Insofern, wenn man keinen Kabelanschluss, also was man jetzt bei Vodafone früher Kabel Deutschland nehmen kann, oder einen Glasfaseranschluss in anderen Städten, wie zum Beispiel in Köln gibt es, glaube ich, Net Cologne, in München gibt es auch einen eigenen Internet Service Provider, aber in ganz vielen Städten bleibt eigentlich nur die Auswahl zwischen Vodafone, also das frühere Fernsehkabel und der Telekom. Wenn ihr nur ein Telefonkabel habt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, zur Telekom zu gehen, weil alle anderen Internet Service Provider tun in der Regel die letzten Kilometer oder Meter zu eurer Haustür bei der Telekom über die Schaltkästen zubuchen. Was wiederum bedeutet, dass eigentlich seid ihr von der Telekom so oder so abhängig. Da könnt ihr auch gleich dort direkt buchen und habt das bestmögliche Netz. Ich selbst hatte mal den Fall, dass ich hier bei mir
Das Vodafone DSL hatte, war auch eigentlich alles in Ordnung, nur abends ist es so ein bisschen bandbreitenmäßig in die Brüche gegangen und auch mit dem Ping, weil abends um 8 wollte jeder streamen bzw. Streaming-Fernsehen gucken. War jetzt bei mir persönlich der Fall in der Region. Es ist nämlich immer so, je nachdem, wo ihr wohnt, wie der Schaltkasten ausgelastet ist in der Gegend, wo ihr wohnt oder in dem Ort, wo ihr wohnt, funktioniert mal Telekom besser, mal Vodafone besser, mal irgendwas anderes besser. Insofern, wenn ihr schon länger dort wohnt und ihr merkt, ihr habt Probleme mit dem Ping, dann fragt einfach mal die Leute, die bei euch in der Umgebung wohnen oder Kumpels, die ihr habt, wo ihr wisst, okay, die zocken auch, was haben die denn für einen Ping, bei welchem ISP sind die? Und so könnt ihr eigentlich am zuverlässigsten herausfinden, wenn ihr wechseln solltet, zu welchem Anbieter ihr wechseln solltet. Ja, das nächste Thema, keinen Router von den ISPs verwenden. Es ist so, die Router sind im Prinzip oftmals dieselbe Hardware, wie ihr sie von Fritz kaufen könnt oder von anderen Markenherstellern, Acer etc. Nur, dass die Internet Service Provider da eigene Firmware drauf spielen, die fürs Zocken oder Performance nicht wirklich geeignet ist. Also da geht es darum, die wollen Sachen blockieren, damit ihr die nicht tun könnt. Die wollen irgendwie messen, wie viel der Traffic ist etc. Das sind alles so Sachen, das wollt ihr nicht, weil das eure Performance beim Ping beeinflusst und das Weitere ist, die haben manchmal manche Funktionen nicht. Also die ISPs deaktivieren in den Fritzboxen, die sie mitschicken, also so white gelabelt als ISP, einige Funktionen, die ihr braucht. Ja? Also zum Beispiel Port Forwarding etc., UPN-Ports, an eurem PC weiterleiten und so weiter. Also es wäre jetzt zu weit führend, wenn ich da jetzt genau darauf eingehen würde. Aber deshalb, im Prinzip ist es ganz cool. Wir haben ja auch einen ganz einfachen Link zu Amazon. Eine simple Fritzbox für den Privatgebrauch, die gibt es für 100 Euro oder so. Die ist 10-mal besser als alles, was euch ein ISP kostenlos zur Verfügung stellt zum Vertrag, wo ihr dann aber nicht wirklich Spaß beim Zocken mit habt. Ganz wichtig, wenn ihr zockt, lasst keine Downloads laufen oder keine HD-Streams in YouTube laufen oder wenn jetzt zum Beispiel ihr in der Familie ganz viele PCs habt, ja, oder viele Mobilgeräte, die im WLAN hängen, also die Mutter ist mit dem Tablet in der Küche online, eure Geschwister sind immer am eigenen PC im Zimmer online, der Vater streamt eventuell über so eine Media-Set-Top-Box, dann ist es so, dass die Pakete, also die Daten, die reinkommen bei euch ins Haus, die werden verteilt, ja, und die werden der Reihe nach an die verschiedenen Rechner verteilt. Und dadurch, wenn dann so viele Pakete unterwegs sind, sind die Pakete mit den Informationen für euch, fürs Spiel, die werden da immer zwischen reingeschoben. Und je mehr Datenvolumen oder Datenpakete dazwischen sind, desto höher ist natürlich der Abstand zwischen euren Paketen zum Zocken, was wiederum den Ping auch erhöht, obwohl eigentlich die Leitung zum Server okay wäre. Also da guckt auf jeden Fall, dass ihr mit eurem eigenen Rechner nichts downloadet oder streamt in hoher Qualität. Und falls ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr ja die Familie bitten, die eine oder andere HD-Streaming-Aktivität in der Zeit, wo ihr Ranked-Matches macht, zu versuchen zu reduzieren. Anderes Thema, WLAN und Mobile Tethering vermeiden. Also WLAN dürfte, denke ich, inzwischen fast jedem klar sein. Im Prinzip ist WLAN an sich nicht verkehrt, nur die meisten günstigen Geräte haben einfach kein gutes WLAN, sodass da auch der Ping nur durchs WLAN wesentlich erhöht wird. Also nur die Strecke von eurem Laptop oder von eurem Rechner zu eurem Router. Wenn das über schlechtes WLAN läuft, was jetzt nicht professionell ist, dann habt ihr allein da schon 100 Millisekunden oder mehr mit dazu. Plus natürlich WLAN ist ein bisschen störungsanfällig, also wenn es Interferenzen oder viele WLAN-Signale in einem Mehrfamilienhaus um euch herum gibt, dann könntet ihr allein deshalb schon manchmal sogar Verbindungsabbrüche minimale haben. Euer Jitter wird eventuell auch relativ hoch sein, weil viele andere Netzwerke auf denselben Frequenzen funken. Ja, Mobile Tethering ist so eine andere Sache. Nutzen eigentlich die wenigsten. Es gibt ja die Möglichkeit, übers Handy dem PC Internet zu geben. Würden wir auch von abraten. Das Mobilfunknetz ist ohnehin nicht auf extrem guten Ping optimiert und dazu kommt dann meistens noch, dass das Tethering zum Handy ja übers WLAN vom Handy zum Laptop oder PC funktioniert. Also das eher auch versuchen zu vermeiden.
Ja, wenn ihr das alles gemacht habt oder eventuell den ISP nicht wechseln könnt, weil euer Vermieter, eure Eltern oder eure Wohnungsgenossen das nicht möchten, es gibt auch Möglichkeiten, den Ping zu versuchen mit Software zu verbessern. Also wir haben hier zum Beispiel Haste getestet, was ganz gut ist, und wir haben noch Outfox getestet, was somit das Haupttool ist, was weltweit dazu verwendet wird. Also ihr seht ja auch so ganz schön, wird schön dargestellt, wie euer Ping-Verlauf ist normal und wie euer Ping-Verlauf mit Haste wäre. In dem Fall deutlich besser. Ja, kann man machen, kann man mal ausprobieren. Gibt es auch Testversionen dazu, falls euer Ping hoch sein sollte und ihr habt die anderen Möglichkeiten alle ausgeschöpft, solltet ihr das auf jeden Fall mal testen. Es funktioniert nicht immer, es kommt immer darauf an, wo ist euer Standpunkt vom geografischen her, wo ist der Spieleserver und wie kann das Tool eventuell den Signalverlauf, also über welche Server das Signal läuft, optimieren. Manchmal gibt es wirklich signifikante Verbesserungen dadurch. Oft ist es aber auch so, dass es leider keinen großen Erfolg hat. Wenn ihr ohnehin schon sowieso einen recht guten Ping habt von 40 oder 50, dann wird euch so ein Tool höchstwahrscheinlich eher nichts bringen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und viel Glück im Ranked.